Was bist denn so außer Puste? Vom Kacken. Was? Vom Kacken. Ja, Digga, Alter, da musste so viel raus. Kacke halt. Fisch und Hähnchen und Ente, Wackelpudding und Eis. Alter, du hast voll den Sellerfistenbart. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mit dabei ist der Loomis. Servus! Also, das hier ist der Revi-Server. Ihr habt es gesehen im Stream, die dabei waren, Grüße gehen raus. Ja, das hier ist mein 10k-Pack, was ihr gerade hier seht. Jetzt ist es auch endgültig fertig. Und es ist schon auf RP24 hochgeladen, nur der Download-Link ist noch privat. Ne, so, des Weiteren ist es schon ziemlich geil, weil ich habe jetzt Premium Plus. Da kann der Lumis auch mal was zu sagen, der hat sich ja schon ziemlich lang. Hey, Premium Plus ist halt absolut Premium-Ware, ne? Richtig Premium. Genau, ich habe es ja während meines Bans bekommen, bedeutet, ich hatte da gar nichts von, erstmal so 2 Wochen lang und jetzt habe ich was davon. Und Lila targetet uns. Ach, Kieselstein, das targetet der uns ernsthaft. Du hast richtig... Jetzt hast du einen Premium Plus rein, Digi. Das heißt, du musst abgehoben werden. Ja, ich, ne, muss abgehoben werden. Also irgendwann ist die Lol, ich habe gerade meine Blöcke einfach weggeworfen. Diesen Move. Der Betterbau Sound, ihr habt's gehört. Ich feiere den so heftig, ne? Grüße gehen an Best GFNA raus. Das war ja der Grund, weshalb ich, wie ich überhaupt auf diesen Betterbau Sound kam, so. Ja, genau. Also, Loomis, können wir mal vorbeischauen. Der hat jetzt bald seine 10k. Ja, man macht immer voll. Die Ehrenmänner. Genau, da released er sein schönes 10k-Pack. Ich hab ihn noch nicht! Ja, easy. So, es könnte gleich an der kommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, macht die 10k auch bei mir vor. Also bei Loomis und bei mir, Alter. Alter, weil dann kriegt ihr das Pack. Ja. So. Oh mein Gott, zum Glück habe ich ihn runtergeboxt, Alter. Nein, ich habe ihn noch geboxt und dann, oh Mann. Hätte ich nicht geboxt, hätten wir es bekommen, aber ist egal. Grüße gehen auch an den Kieselstein raus, auf jeden Fall, dass er hier dabei ist in der Runde, auch wenn er uns nachgejoint ist. Ja, Grüße gehen trotzdem raus. So, kümmer du dich um Grün, ich mich um Lila. Ja, genau. Auf jeden Fall ist jetzt für mich ein bisschen stressig gewesen die letzten Tage halt, da ich so viel zu tun hatte mit meinem 10k-Pack. Es gibt übrigens ein übel geiles Special-Video zu meinen 10.000 Abos, wenn ihr es sehen wollt. Na, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Wenn nicht, dann nicht. Genau. Ich feiere die GG. Alte Bosse und sowas von. Ich vor allem, das ist halt so, irgendwie keiner hat so einen SpongeBob-Sound. Das ist doch mal wieder was Besonderes, Leute. Ja, dann mache ich mein 10k-Pack, die kleinste Violine der Welt rein. Ich glaube, ich kenne das, aber... Das ist der mit Thaddeus und Mr. Krabs. Ah, das... Ich kann das mal einblenden. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Hast du übrigens gemerkt, dass ich ein Pre-Intro aufgenommen habe? Ich hab was vor das Video geschnitten, kannst du dann angucken. So, perfekt. Genau, also, wenn wir jetzt die Runde haben, wäre es auf jeden Fall nice. Ja, des Weiteren, was wollte ich noch sagen? Also genau, ich bin halt entbannt, hab Premium Plus und das freut mich sehr, weil ich habe ja schon auf den Anban ziemlich lange gewartet, Leute, und jetzt haben wir es halt endlich. Was ist eigentlich deine Meinung zu Client Mods? Client Mods, oh, da bringst du aber ein ganz anderes Videothema rein. Kurz und knapp gesagt, Client Mods ist eigentlich so... eigentlich von den Videos her korrekt, ich war ja noch nie mit dem TS, muss ich dazu sagen. Also von den Videos mag ich ihn her. Dachte jetzt dieses... das war Anzeige, fuck. Aber Kleinmods, ich wollte jetzt das mit den Drogen sagen. Ja, das war Kleinmods. Ach, das war Kleinmods, hä? Bin ich gerade vollkommen verwirrt. Ah ja, doch, stimmt, hast recht. Meine Kills easy. So, genau, das war Kleinmods. Ich hab Kleinmods. Mir noch was zum Tipp gegeben. So, sind wir noch in der zweiten Runde auf Rainbow. Servus, meine Freunde. Und hey ho! So komisch. Genau, also das hier ist übrigens das Bett. Das habt ihr ja sicher schon gesehen. Das Cobweb. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt so sagen wollt. Machen. Genau, also wir haben es halt extra an BW angepasst. Man kann es aber auch noch für andere Modi wie SG oder C. Boah, da du oben. Ah, du willst da ohne bauen? Nö, ist mir egal. Du bist so ein ehrenloser Kerl. Ich bin jetzt ein Anti-Mate. Hoffentlich wirst du irgendwann mal richtig gehauen von deiner Mama. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit gehypt. Hätte ich was raushauen können. Grüße gehen raus an rasierte Wurst, mein Freund. Rasierte Wurst. Wurst? Was ist mit dem? Ja, der guck dir mal bei Tab. Der Name. Ist das der... Ich finde den Namen so komisch. Ich meine, wie kommt man darauf, sich rasierte Wurst zu nennen, Leute? Ich hoffe natürlich auch, ihr hattet eine schöne Weihnachtsfeier. Habt schön gefeiert. Ich habe zum Beispiel NMDs bekommen. Habe ich ja gecallt im Video. Und ja, als ob. Ja, als andere noch. Also ich habe schon 3 NMDs.
Ja gut. Und noch eine JBL Pulse 3, falls ihr die kennt. Das ist eine coole Box. Oh mein Gott, den JBL kann ich so eine Story raushauen, ne? Ich wohne in der Stadt, das ist klar. Aber, obwohl ist nicht so klar, kann ja sein, dass ich auf dem Dorf wohne oder so. Aber das ist nebensächlich. Auf jeden Fall, so, ich mache ja momentan mein Fachabi, ne? Und ja. Da habe ich so Typen in der Klasse, weißt du, in der Schule sind das so die übelsten Streber, ne? Hm. Und dann gehen die einfach in der Mittagspause, gehen die in den scheiß Real, klauen sich da irgendwie 5 bis 6 GBL-Boxen, gehen nach der Stunde zum, also die großen JBL-Boxen für 150, was? Ne? Pro Stück. Ja. Klauen die sich da, packen das einfach in die Tasche aus dem Karton raus, ab in die Tasche, let's go, gib ihm. Und dann, nein, Stevie! Hero Brian. Den rate ich noch. Jedenfalls klauen die sich so die Boxen, ne? Gehen dann zum An- und Verkauf, verkaufen das so für die Groschen. Und dann, weißt du, wie viel die da rausholen? Bei 5 Boxen? Ja. 310 Euro. Wow. 5 Boxen, 150 Euro. Das sind, Moment. Naja, aber guck mal, die haben es privat verkauft. Und privat gibt da keiner so viel Geld aus. Ja, trotzdem. Was ist das für ein Preis, Alter? Du kaufst sie für 150 Euro und 5 Stück wären dann 750 Euro. So, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ne? Schaut bei Lumis vorbei, schaut bei mir vorbei, macht bei uns beiden die 10k voll. Enjoyt das Pack, dann, wenn es raus ist. Danke für den Anmelden, danke für Premium Plus und ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Ciao. We'll be right back.